Hallo und herzlich willkommen zu Folge 302 der Sims 4 100 Baby Challenge. Cleo geht jetzt mal noch duschen, bevor die Schule losgeht. Muss Percy noch irgendwas machen, bevor die Schule losgeht? Ja, dann wecken wir den vielleicht auch besser auf. Er kann vielleicht gerade noch frühstücken und wenn er es schafft, kann er vielleicht auch noch duschen vor der Schule. Das wäre super. Dann iss mal was bitte und dann kannst du duschen gehen. Und wie geht's dir? Der kleinen Ginny, ganz gut. Wie weit bist du eigentlich mit deinen Fähigkeiten? Fantasie fast Level 4. Ja, das ist doch übersichtlich. Das kriegen wir doch hin. Also man muss ein bisschen gucken. Ginny ist ja ein heikles Kind und das wehrt sich halt schon manchmal sehr heftig gegen die Sachen, die es eigentlich machen soll. Aber an für sich ist das kein Problem. So, mit Schneewittchen möchte ich heute unbedingt anfangen, ein Buch zu schreiben. Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, du hast, sag ich schon. Ich glaube, Schneewittchen, du hast auch kein Buch mehr begonnen gerade, ne? Nee, nichts, was man weiterschreiben kann. Aber deine Bedürfnisse sind gleich auch super. Oh, wir können eine Biografie schreiben. Ach so, stimmt, Biografie konnten wir schon vor. Ich war jetzt gerade bei Autobiografie. Die können wir auch irgendwann noch schreiben, aber ich weiß nicht mehr, wann irgendwie man das machen kann. Kannst trotzdem mal eine Biografie schreiben. Ich habe da nämlich eine Idee. So. Ja, du hast noch eine halbe Stunde. Das klappt wahrscheinlich nicht, ne? Dann musst du halt duschen, wenn du heute zurückkommst. Bist du halt heute den ganzen Tag über so ein bisschen geruchsmäßig grenzwertig, aber okay. Schade, dass deine Schwester nicht für dich mitduschen kann. Die ist jetzt nämlich fertig. Soweit, warte, geh lieber noch zur Toilette, bevor du hier Lehm herumknetest. Irgendwie was auch für ein interessantes Outfit, was sie anhat, ne? Ja, okay. Und Schneewittchen kann ja ruhig noch ausschlafen, gerade Ginny braucht ja ohnehin nichts. Die will erstmal einfach nur schlafen. Und Ruby will essen. Mounst Percy lautstark an. Ja, okay. Und dann möchte ich natürlich auch noch weiter an der Rakete bauen. Wir sind im Moment Raumfahrt Technik Level 6 und ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst wenn wir in Level 10 sind, wir trotzdem, wenn wir noch nicht alle Verbesserungen fertig gemacht haben, alle Verbesserungen noch beenden müssen, bevor da viel passiert. Aber das kriegen wir ja hin, das ist ja kein Problem. Oh, guck mal, wie grün die Bäume schon sind. Wie süß. Richtig frühlingshaft. Gestern hat es ja noch geschneit. Gestern Morgen. Percy ist jetzt ein Feinschmecker, wie seine Mutter. Gehst du jetzt zur Schule? Brauchst nicht Geschirr spielen. Versuchst jetzt trotzdem vorhin noch duschen zu gehen. Nee, Schatz, ich glaube, da hast du keine Zeit für. Dann geh lieber direkt zur Schule. Stell deinen Teller einfach ab. Du bist zumindest konzentriert. Das ist schon mal gut für die Schule. Also der kann sich auf jeden Fall hier transportieren. ich dachte mir, das ist mir dem letzt erst eingefallen. Wir könnten mal ein Märchen schreiben namens König Drosselbart. Ein Mann mit viel Geduld für zickige Prinzessinnen. Kennt ihr diesen Film, der irgendwie manchmal früher auf Kika kam, diese Verfilmung von König Drosselbart? Also die Story ist ja letztendlich, dass dieser König Drosselbart eine Prinzessin aufsucht, die all ihre Freier, die sie gerne heiraten möchte, ablehnt. Und zwar alle auf sehr, sag ich jetzt mal, unhöfliche Art und Weise. Also sie macht sich letztendlich über die lustig und scheucht sie weg. Und ihr Vater ist total am Verzweifeln. Und dieser König Drosselbart heißt nicht König Drosselbart eigentlich. Den nennt sie nur so, wegen seinem Bart, den er hat. Und will sich halt so über ihn lustig machen, aber er ist irgendwie so voll verliebt in sie. Und dann macht er mit ihrem Vater, schließt er so einen Pakt, dass er sich als Bettler verkleidet. Und er stellt letztendlich seiner Tochter die Wahl, willst du den König Drosselbart heiraten oder ich verheirate dich morgen an den Ersten, der ans Tor klopft. Und dann sagt sie, nein, sie möchte morgen den Ersten heiraten, der ans Tor klopft. Und denkt halt, also sie ist wirklich verwöhnt und zickig und so, denkt halt, ihr Vater macht das ohnehin nicht. Und dann steht halt dieser König Drosselbart vor dem Tor, aber ist halt verkleidet als Bettler und tut so, als hätte irgendwie ein Feuer sein Gesicht total verbrannt und er würde deshalb die Kapuze immer so tief ins Gesicht gezogen
tragen. Und sie muss dann halt mit ihm mitgehen. Und die leben halt zusammen dann halt wirklich wie zwei Bettler in so einer Hütte und irgendwie fangen dann aber an zu töpfern und so. Keine Ahnung. War als Kind ein Film, den ich mega, mega geliebt habe. Mag ich auch jetzt noch sehr. Und halt am Ende ist natürlich das, man hat ein Happy End und sie ist halt auch dann viel netter als vorher und ja. Aber mein Gedanke war schon damals immer so, warum ist der so verliebt in diese furchtbare Person? Weil der am Anfang wirklich so furchtbar zickig ist. Naja, das sind so die Fragen, die man sich stellt. Cleo muss auf jeden Fall alles geben. Das wäre super. Leistungsverbesserung mittelgroß. Cleo und Percy sind halt im Moment sozusagen auf gleicher Stufe, weil sie auch gleichzeitig zum Teenager geworden sind. Und müssen beide noch sowohl Fähigkeiten als auch das Zusatzmerkmal als auch die Noten aufbauen, bevor sie älter werden können. Aber es macht ja auch nichts. Ich meine, wir haben ja jetzt auch echt Zeit, weil wir im Moment ja nur 3 Kinder im Haushalt haben. Von daher macht das ja alles nichts. Oh, wir wären so reich immer. Percy würde sie ignorieren. Ich glaube, Percy würde es nur konfrontieren, wenn es ein Monster aus griechischer Mythologie wäre und nicht einfach nur ein Mitschüler, der ihm auf die Nerven geht. Ich glaube, da würde er versuchen, eher aus dem Ärger rauszubleiben, um nicht irgendwelche Monster anzulocken. Du wirst angerufen. Wer ruft dich denn an? Ach, schon weg. Mist. Du bist auch noch am Schlafen und du bist am Schreiben. Gut, dann beschleunige ich das hier mal ein bisschen. Und dann kommen gleich entweder die Kinder nach Hause, Ginny wacht auf oder Schneewittchen ist fertig oder braucht irgendwas. Das sind die Möglichkeiten, in die sie... Oh, guck mal, schneit doch nochmal. Na? Oh, Windenburg ist einfach so wunderschön. Guck dich das mal an. Oh, guck mal, jetzt sind wir hier so zwischen den Schornsteinen, wie die Schornsteinfeger in dieser letzten Szene, in einer dieser Endszenen von Mary Poppins, wo die da auf den Dächern tanzen. Oh, schönes Windenburg, schönes Windenburg. Und irgendwas kaputt gegangen. Was kaputt gegangen? Dein Computer? Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist, aber irgendwas ist kaputt gegangen. Du Kind, du bist wach. Yay! Du kannst mal bitte deine Fantasiefähigkeit weiter aufbauen. Das wäre super. Aber ganz ehrlich, ich habe doch irgendwas kaputt gehen gehört. Ah! Ja. Ich ersetze den gerade mal, weil Geld ist bei uns eine nachwachsende Ressource im Buchholzhaushalt. Und ich möchte vor allem das Buch gerade schreiben und nicht irgendwelche Computer reparieren. Aber was wir mal machen können, ist den vielleicht irgendwie verbessern, den Computer nachher. Mit Schneewittchens tollen Fähigkeiten. Ah, jetzt muss ich das erstmal wegdrücken, damit sie wieder anfängt zu schreiben, weil irgendwie geht das Multitasken beim Schreiben nur, wenn man zuerst das Schreiben macht und danach die anderen Sachen. Ja, ja, ja. Mit Abscheu reagieren. Ja, da steht wieder irgendwie so ein Fan vor der Tür und guckt durchs Fenster oder so, ne? Ja. Da ist ein Paparazzi, aber hier irgendwo ist wahrscheinlich auch wieder der besessene Fan. Der hat gestern hier unsere Terrasse geputzt. Ja, ja. Das ist natürlich der Nachteil. Ach, guck mal, wie schön Schneewittchen hier aussieht mit ihrer neuen Frisur. Ich bin so ein Fan von ihrer neuen Frisur. Kannst du mal weiterschreiben, Schneewittchen, oder... Weil du musst wahrscheinlich vorher ohnehin Pause machen und was essen und so. Aber ich finde das schon cool, wenn du hier noch ein bisschen weiter kämst heute. Leonie, wir haben schon gestern und vorgestern Abend... Nein, vorgestern und vorvorgestern Abend was mit dir zusammen gemacht. Nein, vorgestern, vorvorgestern und vorvorvorgestern haben wir was mit dir zusammen gemacht. Heute müssen wir mal arbeiten. Heute haben wir mal Dinge zu tun. Oh, und das Kind hat Hunger und muss mal. Naja gut, Windel hat es ja, aber vielleicht was essen muss es vielleicht schon erst noch. Guck mal, hier hast du noch Tofu-Pfanne. Ich denke, das ist eigentlich vielleicht etwas zu würzig für ein Kind. Ich glaube, Kinder essen ja von ihren Geschmacksnerven her lieber sehr milde Sachen, ne? Aber, das macht wahrscheinlich satt. Okay.
Vielleicht schaffst du es doch noch mit der Biografie, bevor du essen musst. Müssen wir mal schauen. Okay. Was möchtest du denn hier? Einen Wutanfall bekommen, weil es ein heikles Kind ist, ja. Ach, Kind. Musik hören. Ein Buch vorgelesen bekommen. Ganz ehrlich, das können wir machen. Du sollst ja ohnehin Fantasie aufbauen und irgendwie ein Buch mit dir lesen klingt eigentlich nach einer coolen Sache. Kannst du hier mal, räume ich das hier mal weg. Und dann kannst du da mal in Ruhe essen. Und Schneewittchen schreibt noch gerade mal so kurz vor Mittagessen für sie vom Frühstück, weil sie hat ja noch nicht gefrühstückt, ein Buch mal zu Ende. Ja. Warum nicht? Wer macht das nicht? Irgendwie gerade mal so vorm Frühstück. Aber halt Schneewittchen ist halt auch Profi, ne? Da könnte sich hier der Typ, der Name des Windes geschrieben hat, mal eine Scheibe von abschneiden irgendwie. Ich warte auf diese Fortsetzung seit irgendwie 2011 oder so und es kommt nie. Okay. Beruhige dich, Amimi. Wir haben ein Buch geschrieben. Das heißt, haben wir unseren Vorsatz erfüllt? Nee. Hä, aber wir haben doch den Meilenstein erfüllt. Hä? Kannst du dein Buch mal veröffentlichen dann? Ich dachte, wir hätten das jetzt so gemacht. Okay. Hat sich das jetzt hier wieder zurückgesetzt? Nee, wir sind auf das zweite gesprungen. Aber dann haben wir doch einen Meilenstein erreicht hier. Hat es irgendwie nicht so ganz kapiert. Aber den nächsten Meilenstein mit 10 Büchern veröffentlichen, das schaffen wir nicht in den nächsten 4 Tagen. Das ist Quatsch. Da läuft jemand durch unseren Vorgarten. Tja. Müssen wir schauen. Aber jetzt hast du wieder echt viel hier an Dingens, ne? Können wir da mal gerade gucken? Guck mal hier, was Schneewittchen da für eine Pose macht. Können wir da gerade hier nochmal gucken, was man da so noch bekommt für... Beziehungen. Ach, das ist nicht irgendwie... Ja. Antiseptisch. Hygiene. Bald müssen wir gar nichts mehr mit Schneewittchen machen irgendwie. Da kriegt sie alles irgendwie nur noch so hinterhergeworfen. Niedrigere Rechnung brauchen wir eigentlich auch nicht. Heizefest und eisfest wäre vielleicht interessant, je nachdem. Aber gab es irgendwas, wofür wir gespart haben für später? Muss nie duschen oder baden für immer. Wenn man hier das machen würde, wäre man irgendwie so dann... Ich meine, ich finde es schon nicht schlecht, dass die Baby-Challenge ein bisschen einfacher ist als früher im Sinne von... Es ist nicht permanent die Komplettkatastrophe. Oh... Ich höre Kira die Treppe hochgehen. Es kommt gerade mein Hund hier die Treppe rauf zu mir ins Zimmer, weil es ist jetzt, lass mich mal auf die Uhr gucken. Es ist jetzt 20 vor 10 und jetzt ist sie müde und jetzt holt sie mich ab, weil sie schlafen gehen will. Weil sie will nicht alleine in dem Zimmer schlafen gehen. Das heißt, ich schlafe, wenn meine Mama nicht da ist, bei meiner Mama im Zimmer, damit der Hund, der auch im Zimmer von meiner Mama schläft. Hallo Kierchen. Ja, nee, es ist noch zu früh, ich will noch nicht schlafen. Jetzt guckt sie mich ganz vorwurfsvoll an und gähnt. Es ist jetzt 20 vor 10, Schatzi. Du kannst ja schon mal vorgehen. Ich komme nachher nach. Oh, jetzt guckt sie so traurig. Die Kinder sind aus der Schule gekommen. Ich nehme nur noch die Folge hier zu Ende auf. Okay, jetzt ist sie mit sehr, sehr vorwurfsvollem Blick. Ja. Ich rede mit dem Hund, aber der Hund ist taub. Das heißt, entweder liest er Lippen oder es ist einfach nur in der Art und Weise, wie ich gucke, dass sie versteht, was ich meine. Möchtest, oh, dir geht's fantastisch. Möchtest du dann mal Hausaufgaben machen, Liebes? Du gehst noch mal ein bisschen was schlafen, okay. Du kannst duschen gehen. Und du kannst danach hier mal Ruby füttern. Du isst hier wunderbar. Danach kannst du vielleicht, ein Winteroutfit anziehen und dann noch ein bisschen an der Rakete rumbauen. Das wäre doch was, hm?
Genau. So, und dann ist das doch alles ganz gut. Und dann kann nachher vielleicht Schneewittchen Genie auch noch was vorlesen. Weil ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Genie was vorgelesen bekäme. Ich finde es ja ganz interessant, dass sie hier immer so runde Sonnenbrillen auch irgendwie in ihrem Winteroutfit anhat, dass deswegen hier jetzt so viel anhat. Hat schon was, sieht schon interessant aus, auch weil sie diese dünnen Augenbrauen hat, diese schmalen Augenbrauen, die auch so ein bisschen in der Form von der Brille hier so entlang gehen. Irgendwie finde ich das ganz lustig. So. Wie weit ist unsere Rakete dann eigentlich? Also das wievielte Update ist das, wissen wir das? Ich glaube, das können wir gar nicht nachgucken, ne? Ja. Schneewittchen stolziert einmal um die Rakete drumherum. Vielleicht ist das irgendein merkwürdiger Huldigungsprozess, damit die Rakete weiß, dass es eine besondere Rakete ist. Von einer besonderen Person. Ach, jetzt klopfen wir da. Vorher haben wir doch da immer geklopft, ne? Vielleicht ist es ein anderes Update hier einfach, wo man an verschiedenen Stellen klopfen muss. Irgendwie davon. Ach, jetzt sind wir auch gerade wieder schwanger. Sonst hätte ich gesagt, wir können auch nochmal den Weltraum erkunden. Und wir müssen noch ein Raketenbaby machen. Das irgendwie. Kirchen, es ist noch zu früh zum Schlafen. Du kannst jetzt schon mal schlafen gehen, wirklich? Ich komme nachher. Oh, Hunde können ja so vorwurfsvoll gucken. Aber sie ist so süß. Und es ist dann halt wirklich so, sie legt sich schlafen und sie schnarcht die ganze Nacht durch. Aber es ist hier total wichtig, dass sie nicht allein in dem Raum ist. Was ja auch irgendwie logisch ist. Hunde sind Rudeltiere und sie ist schon so ein bisschen dement und so. Und ich glaube, da fühlt sie sich einfach sicherer, wenn noch jemand dabei ist. Und dann aber morgens so um 6:30 rum ist sie so, so, jetzt bin ich wach, komm, wir stehen auf. Und dann, keine Ahnung, bin ich dem Netz, also sie macht einen nicht wach, indem sie bellt oder einen anstupst oder so, aber sie starrt einen an und dann bin ich dem Netz aufgewacht und halt ihr Gesicht war so 2 Zentimeter entfernt von meinem und sie hat mich so angestarrt. Rede ich über dich? Die Folge geht gleich zu Ende, okay? Dann gehe ich Zähne putzen und dann komme ich zu dir ins Zimmer. Weißt du, dass jetzt auf YouTube aufgenommen ist, wie ich mit dir spreche irgendwie und Leute denken, ich hätte sie nicht mehr alle? Ich meine, es ist das eine, mit einem Hund zu reden, es ist das andere, mit einem Taubenhund zu reden. Jetzt starrt sie mich auch an. Ach ja, aber Zusammenleben mit Tieren ist so schön. Ich freue mich immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann Haustiere zu haben. Mein Kater und ich, wir haben heute zusammen Mittagsschlaf gemacht. Das war ganz fantastisch. So, am meisten schlafe ich anscheinend irgendwie. Und meine Tiere schlafen dann irgendwie neben mir oder auf mir oder was auch immer. Das ist unsere Hauptbeschäftigung. Aber, oh, und unser anderer Kater, mit dem bin ich morgen beim Tierarzt. Der ist, also alle Tiere bei uns sind ja schon echt alt, ne? Schon irgendwie über 15. Und der hat jetzt Verdacht auf Niereninsuffizienz. Das ist natürlich nicht gut. So, es ist soweit okay im Sinne von, der scheint keine Schmerzen zu haben. Also er ist ziemlich munter und so, aber halt, der wird immer dünner ohne Grund und irgendwie. Da mache ich mir ein bisschen Gedanken, aber halt, er ist halt auch echt alt schon, ne? Ja, gar nicht drüber nachdenken. Ja. Schneewittchen, ja, wie macht es eigentlich hier unser Kätzchen, das hier ist? Wie geht's dem denn? Wurde das jetzt, das frisst schön, das ist gut. Kätzchen frisst, Kätzchen ist glücklich, wenn es was zu fressen hat. So, und du bist auch schon. Bist gut am Schlafen, okay. Dann kannst du das hier noch fertig machen, danach duschen gehen. Oh, das ist I'm Walking on Sunshine. Ja, habe ich wiedererkannt. Hahaha. Du trinkst gerade Kaffee? Hast du schon Hausaufgaben gemacht? Nee, ne? Mach das mal danach, Flux. Da kannst du dann richtig schlafen gehen. Ich wollte ja eigentlich hier nach noch eine Folge aufnehmen, weil ich halt im Moment so im Voraufnehmen-Modus bin, wenn Wadi und ich unterwegs sind. Eigentlich habe ich auch noch Lust darauf, aber was wäre jetzt die nächste Verbesserung? Frachtraum erweitern. Sind das die, die wir jetzt schon gemacht haben und die, die noch kommen? Wurde abgeschlossen.
wurde abgeschlossen. Wurde, also die drei haben wir schon. Und die vier kommen noch. Okay. Ich wollte eigentlich noch eine Folge aufnehmen, aber ich glaube, dann irgendwie setzt sich Kirchen bei mir auf die Tastatur, um das zu verhindern. Also machen wir das vielleicht mal nicht. Oh, ich bin noch gar nicht müde. Du schläfst, du liest auf dem Kind. Aber es ist doch nett, dass ihr euch so Gesellschaft leistet. Und das Lied kenne ich auch. Gerade überlegen, was das ist. Ich kenne das. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ha. Wenn ihr es wisst, schreibt mir in die Kommentare. Ich mach's mal gerade lauter. Wir sind gerade Phoebe, Schneewittchen noch im Hintergrund in der Dusche. Doch, ich kenne das. Ich kenne sogar teilweise den Text. Ich weiß noch nicht, wie das Lied heißt. Ach ja, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay. Sollen wir das Kind schlafen lassen oder sollen wir es aufwecken, um ein Buch mit es zu lesen? Vielleicht wecken wir es mal auf, weil sonst kommen wir nie zu diesen Dingen. Kleinkindbetreuung. Kinderbuch lesen. So, hier. Das mache ich wieder ein bisschen leiser. So, okay. Percy kann danach auch schlafen gehen, wenn er möchte. So, was möchtest du hier? Einen Hund adoptieren. Ach, Schatzi. Weißt du was, je nachdem, wenn du in dein... Ja, Hausaufgaben beenden ist ein guter Wunsch. Wenn du in dein neues Zuhause ziehst, da könntest du je nachdem einen Hund haben. Das könnte gehen. So, Schatzi. Könntest du hier mal die Wäsche ausräumen, dann zur Toilette gehen, dann was essen und dann auch schlafen gehen, meine Liebe. Ist das hier noch gut? Ja, dann ist doch mal das. Und ihr liest zusammen. Och. Das ist aber süß. Guck mal, da benimmt sich das rebellische Kind auch mal ausnahmsweise. Boah, meine Mama war früher, also halt nicht als ich Kleinkind war, aber halt als ich Kind war. Richtig gemein. Und hat dann immer so an der spannendsten Stelle aufgehört und war dann immer so: Lern selber lesen. Bin ich immer noch empört von. Ich habe natürlich als Kind dann auch extrem viel gelesen, weil ich alle Enden nachlesen musste. Also der Trick hat geklappt. Aber ich war dennoch sehr empört zu der Zeit. Ach ja. Ich glaube aber auch einmal haben wir irgendwie Tintenherz zusammengelesen und dann hatte sie ohne mich schon vorgelesen und dann war es mehr so ein, nicht nur so irgendwie, mein Kind soll später viel lesen, Taktik, sondern noch einfacher. Dann hatte sie das gelesen und dann fand sie es doch zu gruselig, um es mir vorzulesen oder so. Das gab's auch. Ja, dann sind die Kinder wieder gut versorgt. Ich denke mal, Ginny, wann bist du jetzt wütend? Weil du Hunger hast? Vielleicht? Ginny ist ein anstrengendes Kind. Oh, naja. Naja. Im Moment haben wir Zeit für anstrengende Kinder, da ist das okay. Dann nimm dir mal bitte was zu essen. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Schneewittchen, was machen wir denn sonst noch mit? Du kannst eigentlich schon das nächste Update anfangen, oder? Ich frage mich, ob das jetzt mit dem Verbessern genauso aufgeht, dass wir, wenn wir alle Verbesserungen der Reihe nach machen, wir immer genug Fähigkeit haben, um das durchführen zu können. Also ob wir beim vorletzten Ding, was wir machen, dann Level 10 erreichen, sodass wir das letzte, was Level 10 erfordert, das dann machen können. Das interessiert mich dann. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwann dann auch hin in nächster Zeit, weil wir haben ja schon 3 und es fehlen noch 4 und wir sind schon Level 6 anhalb. Von daher, ich hatte das irgendwie immer so im Kopf als so ein Endlos-Ding, was nie aufgeht und wo man ewig, ewig von braucht, weil ich mich daran erinnert habe, dass Ken in dem
Barbie Let's Play von Deliquacy, das immer am Machen war und irgendwie, aber das nie irgendwie fertig war. Von daher dachte ich irgendwie, da bräuchten wir ewig für. Ich meine, wir sind noch nicht da. Ich will es nicht heraufbeschwören. Vielleicht brauchen wir auch noch lange dafür, aber ja. Genau, isst du mal was? Vielleicht bist du danach verträglicher. So, und dann. Jetzt machen wir Liederraten mit Amimi weiter. Ne, ernsthaft, kenne ich das? Klingt auch bekannt irgendwie. Naja, jedenfalls, das war genug Musikraten für heute. Ich habe einen Hund, der müde ist. Ich beende die Folge hier. Nächste Folge, denke ich mal, könnte vielleicht Genie älter werden. Nächste oder übernächste Folge. Dann würdest du denn natürlicherweise älter werden? Ach, da erst. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall vorher. Dann bauen wir weiter an der Rakete. Ist das hier immer noch, dass dein Hoppalani, das wollte ich nicht. Ist das hier immer noch, dass dein Dings nicht erfüllt ist? Dein Vorsatz? Ha. Ha. Ja, nee, das schaffen wir nicht. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber ja, wir werden vor allem, wir werden an der Rakete bauen und wir werden Bücher schreiben und wir werden unsere Kinder großziehen, wie üblich. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!